Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022, denn ich spiele das. Wir fahren heute einen IC von Basel nach Freiburg und das Ganze nennt sich Die Lederhose muss weg und ja, ich werde das Ganze mal starten. So, müsste jetzt gleich losgehen. So, da wären wir schon. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022. Und zwar geht es darum, wir fahren heute den IC 2261 von Basel-Bad Bahnhof bis nach Freiburg Hauptbahnhof. Seine ursprüngliche Haupt- bzw. Endstation ist München Hauptbahnhof. Und ja, ich werde einfach mal vorlesen. Du darfst heute den IC 2261 von Basel-Bad Bahnhof nach Stuttgart Hauptbahnhof auf dem Streckenabschnitt bis Freiburg fahren. Lasse nun hier auf Gleis 10 die Fahrgäste zusteigen. Abfahrt ist um 6 Uhr. Rüste nun deine Lok auch mit den noch fehlenden Zugsicherungssystemen auf. PZB, SIFER, LZB, AFB. Wichtig, der Zugchef gibt dir den Abfahrauftrag per Zugfunk. Also erst abfahren, wenn er es sagt. Zugdaten und Laufweg. Gesamtzuglänge 203 Meter. Gesamtzuggewicht 378 Tonnen. Bremsstellung R, PZB Zugart O. Alle Signale stellen sich von selbst. Gute Fahrt wünscht Ed Path Trains. Ja, von dem stammt das Szenario. Schöne Grüße an dieser Stelle und ich werde jetzt einfach mal starten und wir schauen mal, was uns hier so erwartet. Viel Spaß beim Ansehen wünsche ich euch. So, dann werden wir als erstes mal die Türen öffnen. Dann dieses dunkel machen. Das ist jetzt weg, warum auch immer. Das ist wieder da. Ach, egal. So, dann werden wir Spitzenlicht einschalten. Instrumentenbeleuchtung, Führerraumleuchte. So, das werden wir wieder nach oben machen. Den Fahrtrichtungswender nach vorne verlegen. So. Natürlich. Ich fahre ja, wie ihr mich kennt, ohne Zugsicherungssysteme. So. Und wir fahren heute über Weil am Rhein, Müllheim und Krozingen. Und um 6:45 sind wir schließlich in Freiburg Hauptbahnhof. Und wenn wir uns hier mal ein wenig umsehen, würde ich sagen, da ist ordentlicher Andrang, wie ihr sehen könnt. Also um die Zeit schon so viel los. Wahnsinn. Es ist ja irre, was um die Zeit hier schon rumrennt. Um 6 Uhr morgens. Meine Herrschaften. Es ist ja der Wahnsinn, was hier an Zulauf ist. Es ist ja meine Güte, ne. Junge Maria. Boah. Nun denn, ich hoffe, Sie finden alle einen Platz. Weil wir nämlich gleich Ausfahrt haben. Und zwar genau um Punkt 6 Uhr. Das heißt, viel Zeit ist nicht mehr. Es geht auch noch das Licht aus. Am Bahnhof um Punkt 6 Uhr. Nun ja, ob das alles so richtig ist. Ein Getümmel, ein Getue. Wahnsinn. Die laufen schon zwischen Zug und Waggon. Eieieiei.
Jetzt sollte aber auch gleich Abfahrt sein. Also pünktlich ist anders. Na komm. Das ist jetzt ein Bug. Jetzt haben wir auch noch Rot. Gar nicht so einfach hier jetzt den farbig auszumachen. Da. Also das wird leider eine ganz schöne dicke Verspätung, würde ich sagen. Na endlich. Und einmal den Lokführer bitte. Hier der Lokführer. Du darfst Türen verriegeln, abfahren. Na dann. Pünktlich werden wir es nicht mehr schaffen, aber naja. Immerhin fahren wir.
So, erste Station Weil am Rhein. Im Namen der Deutschen Bahn begrüßen wir alle Fahrgäste an Bord des Interzitys 2261 nach München Hauptbahnhof. Unser nächster planmäßiger Halt ist Weil am Rhein. Wir wünschen eine angenehme Reise. Den wir allerdings nicht mehr pünktlich erreichen werden. Aber egal. In wenigen Minuten erreichen wir auch schon unseren ersten planmäßigen Halt in Weil am Rhein. In Weil am Rhein haben Sie Umsteigmöglichkeiten zur Regionalbahn 17.006 nach Freiburg Hauptbahnhof über Haltingen, Eimeldingen, Eflingen, Kirchen, Bad Bellingen, Mülheim, Heitersheim, Bad Krozingen, Schallstadt, Abfahrt 6.15 Uhr von Gleis 7. Und zur Regionalbahn 17.001 nach Basel Badischer Bahnhof. Abfahrt 6.25 Uhr von Gleis 9. Und zur SBB 87880 nach Schopfheim über Weil am Rhein Gartenstadt, Weil am Rhein Pfädlistraße, Weil am Rhein Ost, Lörrachstetten, Lörrach Museum Burghof, Lörrach Hauptbahnhof, Lörrach Schwarzwaldstraße, Steinen. Abfahrt 6.32 Uhr von Gleis 1. Im Namen der Deutschen Bahn und des DB Fernverkehrs verabschieden wir uns von allen Fahrgästen und wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen. So. Abfahrt wäre hier 6.06 Uhr. Wir fahren 6.07 Uhr ab oder 6.08 Uhr. 2 Minuten Verspätung, circa. Bis 2 bis 3 Minuten. Und einmal den Lokführer, bitte. Hier der Lokführer. Du darfst Türen verriegeln, abfahren. So, Bad Krozingen ist dann schon ein bisschen weiter weg. Aber den erreichen wir immerhin bis jetzt pünktlich. Die Ansagen finde ich mal gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Und sicher ein sehr schönes Szenario für zwischendurch. Ich begrüße alle in Weil am Rhein neu zwischen Fahrgästen an Bord des Intercities 2261 auf der Fahrt nach München Hauptbahnhof. Der nächste planmäßige Halt ist um 6.22 Uhr Mülheim.
So, und die Sonne geht auch langsam auf. Wunderschön. So, jetzt dürfen wir richtig Tempo machen. 250 werden wir nicht schaffen, aber 200 auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie viel wir schaffen. Ob wir vielleicht sogar auf 220 kommen. So, dann kommt auch gleich der berühmte Katzenbeck-Tunnel. Wunderschön. So, Einfahrt in den Tunnel. Das ist eigentlich das Schönste an der Strecke, finde ich. So, 200 erreicht. Ich bin gespannt, wie hoch es geht. Machen wir mal volle Stufe. So, 2.11. Schaffen wir die 2.20? Ah, 2.20 wird schwer. Ich glaube, das bleibt dann auch bei 2.11. Wobei, jetzt geht es vielleicht gleich ein bisschen bergab. Vielleicht schaffen wir nur noch 1, 2, 3 km mehr. Aber vielleicht müssen wir jetzt auch gleich bremsen. Wir haben nämlich 160 Beschränkung bekommen. Mit dem Hintergrund der Sonnenaufgang. Wunderschön.
So, Müllheim werden wir dann jetzt auch gleich erreichen. Und das ist relativ pünktlich, würde ich mal so sagen. Schallstadt, Freiburg Hauptbahnhof, Denzlingen, Emmendingen, Lahm-Schwarzwald, Offenburg. Abfahrt 6 Uhr 37 von 5. Und zur RB 87 480 nach Mulhus Wille. Über Neuenburg, Bansenheim. Abfahrt 7 Uhr 3 von 4. Im Namen der Deutschen Bahn verabschieden wir uns von allen Fahrgästen und wünschen einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen. So. Relativ kurzer Bahnhof, beziehungsweise kurzer Bahnsteig. Da muss man doch geschmeidig hineinfahren. Boah, ich denke, so passt es. Lok bis nach vorne ziehen. Wunderbar. So. Türen öffnen. Jetzt nicht der besondere große Bahnhof hier. Also ein Durchgangsbahnhof. Aber naja, die muss es auch geben. Schade, dass das am Anfang nicht so geklappt hat mit der Abfahrt, sonst würden wir das Szenario wahrscheinlich sogar erfolgreich abschließen, aber das ist jetzt nicht so besonders tragisch, würde ich sagen. Also das ändert ja nichts an dem Szenario selber und ihr wisst, ich teste gerne Szenarien und ich finde das so von der Ansage her und so gar nicht so schlecht, muss ich wirklich sagen. So, wir haben Abfahrt um 24. Dann haben wir noch ein wenig Zeit. Da lugt der Mond noch etwas hervor. Aber die Sonne ist schon im Anmarsch. Da hinten.
So, haben wir es auch gleich geschafft. Nächste Station dann Bad Krozingen und schließlich Freiburg Hauptbahnhof. Da kommt was. Ein Regionalexpress, wunderschön. Mit den alten Dostos, perfekt. So, wir warten natürlich auf den obligatorischen Abfahrauftrag durch den Zugchef. Lösen derweil schon mal die Bremsen. Na? Gut, dann jetzt halt nicht. Dann fahren wir halt so ab. Der Zugchef hat keine Lust, er ist auf Toilette oder so beschäftigt, hat keine Lust, mir den Abfahrauftrag zu geben. Dann gebe ich ihn mir einfach selber. So, 160. Ich begrüße in Mülheim alle neu zugestiegenen Fahrgäste an Bord des Inlandsexpresses. Nun richte ich auf der Fahrt nach München Hauptbahnhof. Unser nächster planmäßiger Halt ist Bad Krozingen. So, in Bad Krozingen sind wir dann jetzt auch jeden Moment. Ein kurzweiliges Szenario, aber ein schönes Szenario.
20. Schon erreichen wir unseren nächsten Halt, Bad Krozingen. In Bad Krozingen haben Sie Umsteigemöglichkeiten zum Regionalexpress 53, 31, Straße SBB über Altersheim, Bubingen, Mülheim, Bad Bellingen, Evelinkirchen, Haltingen, Weil am Rhein, Basel, Badischer Bahnhof, Abfahrt 637 von Gleis 2 zur RB 17156 nach Offenburg über Norsingen, Schallstadt, Ebringen, Freiburg Hauptbahnhof. Denzlingen, Emmendingen, Riedel-Maltedingen, Lahm-Schwarzwald, Abfahrt 649 von Gleis 1. Und zur S3 ins Münstertal, über Bad Krozingen, Ost, Oberkrozingen, Staufen, Staufen-Süd, Etzenbach, Dietzelbach, Hofen, Münstertal, Abfahrt 7.05 Uhr von Gleis 12. Im Namen der Deutschen Bahn verabschieden wir uns von allen Fahrgästen und wünschen auch Ihnen einen angenehmen Tag. Uns noch ein wenig vorrollen, für auch richtig im Bahnsteig stehen. So. So. So langsam kommt die Sonne immer weiter in Schwung. Wunderschönes Bild. Wunderschön. So, und dann bleibt noch eine Station über, Freiburg Hauptbahnhof. Und ja, den werden wir wahrscheinlich auch pünktlich
erreichen. Und einmal den Lokführer, bitte. Hier der Lokführer. Du darfst Türen verriegeln, abfahren. Wunderschön, dann werden wir das tun. Deutschen Bahn begrüße auch ich einmal zugestiegene Fahrgäste in Bad Krozingen auf der Fahrt im Intercity 2261 nach München Bahnhof. Unser nächster planmäßiger Halt ist an Freiburg Hauptbahnhof gegen 6.44 Uhr. Über Ihre Angriffsmöglichkeiten informiere ich Sie rechtzeitig. Ist vorgegeben. Dann wollen wir das auch mal einhalten. So. Was ist da? Ach, das sind diese Strohballen wahrscheinlich. Eingepackte, würde ich mal sagen. Was in der Art.
So, dann werden wir jetzt auch schon langsam in den Freiburger Raum einfallen. Nicht einfallen, sondern einfahren. An sich ein sehr schönes Szenario. Es hätte ein wenig mehr Action sein können. Von den Ansagen her ganz nett. Ein wenig nicht allzu lang, kurzweilig und Frankfurt, Main Hauptbahnhof, Kassel, Wilhelmshöhe, Göttingen, Berlin, Spandau, Abfahrt 6:52 von Gleis 1. Zum ICE 3 nach Zürich Hauptbahnhof über Basel Badischer Bahnhof und Basel SBB. Abfahrt 7:02 von Gleis 3. Zur S2 nach Denzlingen über Freiburg-Herdern, Freiburg-Zähringen, Gundelfingen. Abfahrt 7:05 von Gleis 5. Zur S1 nach Seebruck über Freiburg-Biere, Littenweiler, Kirchzarten, Himmelreich, Hinterzarten, Tiddisee, Feldberg, Bergenthal, Altglashütten, Falkau, Abfahrt 7:13 von Gleis 7. Und zur S1 Richtung Breisach über Freiburg-Klinikum, Freiburg-Messe-Universität, Freiburg-Landwasser, Uckstetten, Gottenheim, Lasenweiler, Ihringheim, Abfahrt 7:17 von Gleis 6. Im Namen der Deutschen Bahn verabschieden wir von allen Fahrgästen und wünschen auch einen angenehmen Tag. Ja, und da erreichen wir unseren End- und Zielbahnhof. In diesem heutigen Szenario. So, das war's mit dem Szenario und auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Macht's gut, ciao, servus und tschüss. Euer der Danny Spieters. Macht's gut, bye bye.